Video für die neue Kiste. Kauf und verkauf Skins auf den Baron. Wow, eine neue Kiste, die Recurl Case. Wir gucken uns die coolen Sachen an. Einmal hier, die USPS Printstream gibt es jetzt. Das ist aber auch wirklich so ein heißes Gerät. Also, Kredl, da kannst du dich nicht beschweren. Kredl fand ja auch geil, aber der Bomber hat circa so gemacht. Wir haben hier des Weiteren eine AWP Chromatic Aberration. Ach Gott, ach Gott. Das ist die besoffene. Es gibt doch noch so eine. Bei der steht eine Scout. Heißt die genauso? Bei der steht auch 360, glaube ich, drauf. Und die ist so pff, als hätte man gesoffen. Die ist da, glaube ich, auch. Findet die Prince irgendwie overrated. Also, Poli, du bist auch ein bisschen overrated, mein Freund. Sehr schöne AWP, aber jetzt auch keine fette. Ich prophezeie, die ist in 2 Jahren, pegelt die sich ein bei Frankie. Vielen Dank für dein Abonnement und willkommen im Livestream. Ah, du hast jetzt extra auf das Video gewartet, während ich aufnehme. Du bist ein Gauner. Weißt du, jetzt sind alle gefeatured hier, wenn man reinfollowt. Oh mein Gott, im Video. So, dann haben wir noch diese AK. Die ist natürlich schon... Warte, ich wollte auch sagen, wo die AWP stehen bleibt. Ich sag, die bleibt bei 40 Euro stehen. AK-47 Ice Curled. Die ist hübsch. Blumio sagt Schmutz, ich sage hübsch. Endet beides mit Psch. Und, also, im gesprochenen Sinne. Schmutz. die ist nicht schlecht, aber sie ist auch nicht insane. Wir haben schon gesagt, die wird bei 10, 20 Euro stehen bleiben. Also, ist jetzt nichts Besonderes. Da ist aber die Kiss Love. Oh mein Gott, ist die insane. Poli flippt aus. Kredl, ach Gott, Poli flippt aus. Wenn Poli die sieht und er... Augen komplett aufgerissen. Schmusch? Achso, du hast mich jetzt nur nochmal nachgemacht. Aber wie findest du die? Wisst ihr, wer das ist? Wisst ihr, wer das ist? Ich weiß, wer das ist. Ayumi natürlich. Was kann denn die P2Fitty? Die ist ja richtig verschnörkelbörkelt. Mit Dero drauf, guck mal. Noch ein Mädchen. Kredl. Ein bisschen heiß, du, Mensch. Also ich finde die P250, die geht auf jeden Fall klar. Ich weiß, Kredl, dir ist es zu viel bunt, du findest die nicht so toll, aber Kredl, was sagst du zu den Dubelies? Wer hier My Little Shop of Horror oder wie das Ding heißt, My Little Horror Shop gerne guckt oder geguckt hat, den Film, der ist hier sicherlich Fan von. Oder Rody? Wir alten Leute kennen das noch, ne? Also ich finde die hier, die ist schon schön. Könnte ich irgendein Lied davon singen? Würde ich singen, aber dann gibt es auch einen ID-Treffer. Wollen wir nicht. Das sind die Hyper Beast Duels. Stimmt! Ja, doch! Ein bisschen Hyperbeast ist es schon, ja. Dann haben wir hier die hässliche P90. Wenn ich jemals den Geist des Ventes zerlegen sollte, also Demi, dann nehme ich nicht die. Die ist einfach kacke. Guck mal, die ist hier mit Klebeband zusammengeklebt und, weiß ich nicht, glüht halt irgendwie. Die ist einfach nix. Die ist nix. Die ist nicht schön. Die ist nicht... Die ist scheiße. Komm, wir machen die schnell weg. Mir wird schlecht. Schnell, mir wird schlecht. Kredl, bitte. Das hingegen ist ein schöner Skin, der Dragon Tech. Gut. Kredl, sowas auf einer M4A1, M4A4. Läuft, läuft. Darf ich das Law auffüllen? Kibi, du meinst Mixed? Ich ziehe meine Mixed-Spieler schon mal und es geht dann gleich los, okay? Wir spielen dann gleich gemeinsam Mixed rein. Wir haben hier einmal diese drei Herren. Skandalf, Le Bomb, der Schuli. Und dann können ab jetzt alle auffüllen, die auch schon dabei waren. Let's go, Leute. Hallo an YouTube, so laufen bei uns die High Games, Low Games und Mixed Games. Da wir jetzt schon aber 6 CSGO-Spiele hatten oder so, war halt mittlerweile fast jeder dran, jetzt lassen wir langsam wiederholen. Dann haben wir hier die M249. Die ist schön, die Downtown. Das ist ein lecker Teil. Guck mal da hinten, Kredl, Downrank. Wenn du die spielst, Downrank. Kennt man ja. Will ich mich aber auch nicht lange aufhalten. Wobei natürlich, der Revolver, der passt auch dazu. Der war davor reingedippt, weißt du? Jemand hat diese M249 gemacht, besprüht, hat sich in die Augen gespeit, hat kurz nichts gesehen. Und dann hat einfach der nächste Designer den Revolver so hingehalten. So, Winifred, wie findest du den? Und hat vorne drauf gesprüht ein bisschen. Kann passieren. Was kann denn die Pharma? Was ist das denn? Okay, da steht Miau drauf. Da sehe ich... Die sehe ich bei Poli. Break! Das ist ein Fisch! Ja, ein Quality Gameplay, please. Mein Arbeitskollege schaut zu. Hallo, Arbeitskollege. Du wirst gleich Quality Gameplay sehen. Jetzt nicht zwingend von mir, aber du wirst es sehen. Ekelhaft. Absolut ekelhaft. Winterized. Das ist, die ist schön. Die ist irgendwie schön. Dezent und schön. Ist gut, oder? Run, look at this drop, mate. Die ist auch cool. Was ist denn hier draußen? Da, das ist ja Sonnenblumen drauf, die Köpfe hängen lassen. Ey, die ist eigentlich an sich, die kann schon was. Guck mal hier, Dodop mir und so. Gedehn, Dodop, Dodobar, Yuppie. Und die Farmers ist auch nicer, da ist ja die Farmers.
Die Miau 36, ja, die ist gut. Aber was sagst du zur M4? Nasty. Ace. Durchsichtiges Mac, Polymac. Die FK Next, die ist scheiße. Die ist scheiße. Ach, die ist zu kackig. Die ist zu kackig. Die reicht nicht aus, um cool zu sein. Was ist hier mit der... Das sind schöne Skins. Monkey Flinch. Die Monkey Flagge. Die ist wiederum ein Hingucker. Die könnte ein bisschen bunter sein, aber die ist schön. Ich finde, die ist nicht schlecht. Was ist denn mit der Galil los? Aber warte. Steht der Destroyer drauf, aber halt verschisselt. Ich meine, dann ist es ein bisschen cool. Weißt du, D-E-S-T-R-E? Ja, tatsächlich. Ist gut. Ja, das war's soweit mit den Skins. Live im Stream aufgenommen. Kuss auf die Nuss. Und da kann man direkt ein bisschen Werbung fürs nächste Live-Giveaway machen. Ab nächster Woche gibt's das Ding hier im Stream. Also rankommen. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe. Das jetzt nicht drin haben, Sneasel, okay? Schneid das bitte raus, danke. Weil es ist ja total peinlich.